Moin. Ihr habt jetzt im Video natürlich nicht, aber eine Weile von mir nichts gehört. Ich bin am Sonntag, habe ich auf jeden Fall pünktlich Dom Witting erreicht in Amsterdam. Es war so geil, also ich kann es nur jedem empfehlen. Er ist richtig cool, also er ist, wie sagt man auf Englisch, grounded, also er ist richtig bodenständig. Mit dem kannst du labern, richtig cooler DJ. Er ist halt auch ein Mensch, wie alle anderen auch. Nur, dass er halt einfach eine einzigartige Idee hat und die dann halt auch umsetzt. Gestern die letzten 60, 70 Kilometer waren einfach nur ein größter Scheiß. Ich hatte das wunderbare Glück, dass es geregnet hat. Und nicht nur ein bisschen geregnet, nein, ich bin da, weiß nicht, an so einem Damm lang gefahren. Es war, keine Ahnung, jetzt wollte irgendwie das Schicksal mir sagen, ey, nein, du kommst nicht pünktlich an. Ich hatte Gegenwind, ich hatte Regen, der mir in die Schnauze geprasselt ist. Also es hat sich angefühlt wie Hagel und habe für die 60 Kilometer anstelle von 3 Stunden fast 4,5 Stunden gebraucht. Ich war komplett durchgenässt, bin es jetzt zum Teil auch noch und war bei mir im Endeffekt egal. Ich war dann trotzdem gleich im Anschluss bei der Tour dabei und habe dann halt noch geguckt, wo ich die Nacht schlafen kann und habe dann ein Hostel gefunden und das war unglaublich. Es war einfach unglaublich, in den Hostel zu schlafen. Es war warm, ich hatte eine Dusche. Ich war so durchgefroren, aber mir geht's gut. Ich fühle mich wie, keine Ahnung, wie ein neuer Mensch. Richtig geile Leute getroffen. Ich habe gerade mit einem Argentinier gesprochen, der einfach auch komplett durch die Welt reist, ein bisschen arbeitet, ein bisschen Geld verdient, weiterreist, wieder ein bisschen arbeitet. Also ein paar Deutsche habe ich auch getroffen aus Mannheim und aus Tübingen. Also es war genial. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zurück. Mein heutiges Ziel ist Horla. Das ist noch in Holland. Da werde ich dann übernachten. Und ja, dann von Horla geht's nach Osterwick. Osterwick? Wo ich Sven getroffen habe, der mir eine Dusche angeboten hat und einen Schlafplatz. Die Dusche habe ich natürlich in Anspruch genommen. Den Schlafplatz nicht, weil ich noch einen Kilometer schrubben musste. Ja, und von dort aus nach Dortmund zum Kumpel und von Dortmund geht's zurück nach Erfurt. Und dann habe ich meine 1100 Kilometer voll. Ach, übrigens fängt wieder an zu regnen. Klasse. Ich muss auch mal ganz kurz gucken, wo ich lang muss. Ich melde mich gleich.